Und seine Reise führte ihn ins liebliche Stoke-on-Trent. Nach eher mäßigem Beginn hört man seit ein paar Wochen aber nur mehr Positives von und über Marko Arnautović. Okay. Hey Boys, welcome to UK. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, welcome to UK. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys. Das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys, komm inside, komm inside. Das ist mein Essensraum, hier wird auch gegessen. Das ist meine Küche, da wird natürlich Essen gekocht. Mein Spielraum, hier wird öfters einmal gepoolt. Jacuzzi, kann ich mir auch mal gerne ein Bad. Komm mal mit runter. Okay. Hier sitze ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie gerne. Guck mir einen Film an, guck mir sehr gerne Fußball an. Jetzt läuft ein Kinderfilm. Meine Lieblingsecke vom Haus. Das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys. Welcome to UK. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, welcome to UK. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys, come inside, come inside. Ja, mir nie was, so wie man auf Deutsch sagt, nie was geschieht. Manchmal war es gut, manchmal war es nicht gut. Ich habe halt immer das gemacht, was in meinem Kopf war. Und das war natürlich der Fehler. Anscheinend. In England, die Leute spüren keinen Schmerz. So wie ich das manchmal im Gefühl habe. Bricht sich die Nase, der tut so, als würde sich vielleicht ein Kratzer da irgendwie aufkratzt. In England, die Leute spüren keinen Schmerz. Keinen Schmerz. Hey Boys, welcome to UK. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, welcome to UK. Hey Boys, come inside, come inside. Hey Boys, das ist das Highlight von meinem Haus. Hey Boys, come inside, come inside. Das Umfeld in England scheinen dem bald 25-Jährigen sehr gut zu tun.